Hallo Freunde, seid gegrüßt. Na, die Feiertage gut überstanden. Ja, wie ich schon gesagt habe, das geht so schnell alles vorbei. Und dann ist Weihnachten 2021 auch schon wieder Geschichte. Gut, nun sind wir in den letzten Zügen des Jahres. Und ich habe mir gedacht, wir gucken mal, was so alles passiert ist. Lasst euch einfach mal überraschen. Kommt, wir gehen in den Schnee. Ja, alles gut. Seid gegrüßt, Frühlingsanfang haben wir, sieht man doch. Naja, im März gibt es schon mal immer noch ein bisschen Schnee, aber lange wird er nicht bleiben, hoffe ich mal. Mein Pflanzenkindergarten. Ja. Links die Ananas-Tomate, dann die Johnny Prince. Dann haben wir hier noch ein paar Party-Tomaten. Harzfeuer habe ich mit dabei. Die Tamina ist das, glaube ich, die neben der Harzfeuer steht. Und dann haben wir auch noch ein paar Gurken. Ja, das Jahr 2021 war mein erstes Jahr bei YouTube, was ich komplett nur gemacht habe. Im November 2020 habe ich damit angefangen, mit so ein paar Versuchsgeschichten. Am Anfang musste ich erstmal überhaupt lernen, wie das denn generell funktioniert. Ja, in 2021 habe ich dann versucht, regelmäßig doch Inhalte für euch, für mein Publikum zu bringen. Inhalte, die möglicherweise den einen oder den anderen interessieren. Hat sich ein bisschen rauskristallisiert, dass die meisten von euch halt immer irgendwie ein bisschen in die Maschine brummen oder knattern hören wollen. Deswegen ist es sehr einachserlastig am Ende dann doch geworden. Aber nur gut. Wenn es euch interessiert und wenn es euch gefällt, kann man das ja gerne machen. Wie es jetzt wird im neuen Jahr weitergehen, müssen wir mal gucken. Meine Zucchinis fangen an
zu wachsen. Und das Zwiebelfeld. Servus, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde mir wünschen, dass wir mit unserem Kanal, oder mit meinem Kanal, wir wachsen, dass wir größer werden, dass die ganze Sache, ja, vielleicht ein bisschen vielfältiger noch wird, die Videos vielleicht auch ein bisschen länger werden, muss man halt mal schauen. Es gibt schon viele Themen, die euch vielleicht interessieren könnten. Wobei, naja, Hauptaugenmerk liegt halt bei mir auch so ein bisschen das Leben mit dem Land, das Leben mit der Natur, selber Gemüse anzubauen, ja, selber Obst zu ernten, Gemüse zu ernten, halt ein bisschen was mit den Maschinen, die ich auf dem Hof nun mal habe, tun, machen. Um so halbwegs den ganzen Laden hier am Laufen zu halten. Es ist halt nicht immer einfach. Ich mache das alles alleine, ja, und gehe nebenbei 40 Stunden die Woche arbeiten. Von daher könnt ihr euch bestimmt denken, dass da nie immer so viel Zeit ist.
besonders gut? Was ist uns besonders gut gelungen 2021? Ja, da gibt es vieles. Meine Tomaten zum Beispiel, die im Gewächshaus standen, im vollen Gewächshaus standen, die sind super geworden. Gut, was sich herausgestellt hat, ich hatte nie ganz so viele, die ich habe grün ernten können. Da ist so gut wie alles mittlerweile alle. Aber gut, bis Weihnachten ist ja nicht schlecht. Ansonsten, was halt auch richtig gut war, dass ich den Gutbrot, den Einachser, ja, der hat ja jahrelang, die letzten Jahre eigentlich jedes Jahr bloß gestanden, ist überhaupt nicht mehr bewegt worden. Den habe ich im Frühjahr ja wieder erweckt und habe ihn zum Laufen gebracht. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden, dass der Mähbalken wieder läuft. Das war auch so eine Geschichte. Der ist jahrelang, hat der eigentlich nur in der Ecke gelegen, weil dieser Antrieb, naja, schon eine arge Schwachstelle ist. Aber wir haben es ja ganz gut hinbekommen und ich hoffe, er tut es noch eine Weile. Ja, das Jahr war eigentlich schon wieder viel zu schnell vorüber. Der Sommer war sehr nass, Gott sei Dank, aber nie so nass, dass wir hier vom Hochwasser betroffen gewesen wären, so wie es anderen ergangen wäre. Ansonsten war es eh ein verrücktes Jahr, weil uns das große Zeh halt nach wie vor beschäftigt. Aber na gut, wir machen das Beste draus. Es nutzt ja alles nichts. In dem Sinne, kommt gut ins neue Jahr. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.